Moin vom Sylt 1 Wetterdeck. Am Dienstag starten wir unbeständig in den Tag. Die Temperaturen liegen dann bei 19 Grad. Erst im Laufe der zweiten Tageshälfte verziehen sich die Wolken immer mehr und lassen die Sonne nach und nach durch den bedeckten Himmel hindurchscheinen. Der Wind kommt aus Nordwest mit starken Böen. In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf 15 Grad ab. Am Mittwoch starten wir mit einem wolkenverhangenen Himmel in den Tag. Diese Wolkendecke wird sich erst zur zweiten Tageshälfte hin auflösen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen dann bei 18 Grad. Der Wind kommt aus Nord-Nordwest. Die Sonnenscheindauer liegt an diesem Tag bei 8 Stunden. In der Nacht sinken die Werte dann auf 14 Grad ab. Am Donnerstag wird es sonnig. Es werden Höchsttemperaturen von 22 Grad erwartet. Hinzu kommt ein frischer Wind aus Ost-Nordost mit starken Böen. Die Sonne könnte uns, wenn es von den Prognosen her so bleibt, ganze 13 Stunden verwöhnen. In der Nacht sinken die Werte dann auf 13 Grad ab. Der Freitag wird uns Höchsttemperaturen von 23 Grad und einen frischen Wind aus Südost mit starken Böen bescheren. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt 57%. Die Sonne scheint an diesem Tag nur ganze 5 Stunden. In der Nacht sinken die Werte dann auf 16 Grad ab. Der Sylt 1 Wettertrend fürs Wochenende. Von den Temperaturen her wird es recht freundlich bleiben, aber es machen sich auch eine Menge Wolken am Sylter Himmel breit. Regen ist bis jetzt auf dem Wetterradar nicht zu erkennen.